Hallo, es gibt Werner mit Monster Hunter Rise. Wie man im Titel schon sieht, geht's hier richtig ab. Ich mache nämlich die krasse Freimonster Quest, die bestimmt krass ist oder so. Schauen wir mal, keine Ahnung. Jedenfalls in der Arena, was ich ganz angenehm finde. Und ja, schauen wir mal. Hey Anjanav! Ich habe mir überlegt, zum Beispiel auch mit dem Bogen hier reinzugehen, weil es alle so schön lange Gegner sind. Mit dem Nagabogen wäre das ganz angenehm gewesen. Aber ich muss einfach hier Schwert und Schild spielen. Weil Schwert und Schild super geil ist. Au. Und ja, das wird auch bestimmt ganz nett. Auch wenn ich hier beim Anjanav ein bisschen nerviger das hier habe, weil ich schlecht an seine Schwachstellen komme. Wobei, den Kopf müsste ich vielleicht sogar erwischen können. So. Und. Boom! Und sonst, ja, wir sind halt in der Arena. Da können die blöden Viecher nicht einfach, was weiß ich, wohin rennen. Voll angenehm. Und ich glaube, wenn wir zu lange brauchen, kommt auch direkt der nächste. Ich bin mir unsicher, ob wir erst einen killen müssen. Oder ob das egal ist. Ja, mach mal dein Feuer. Kann ich hüpfen. Ja, das sehen wir dann. Oder hoffentlich sehen wir es nicht. Hoffentlich mache ich den hier schnell genug kaputt. Oh! Oder wird schnell genug kaputt gemacht. So wie das hier aussieht. Ich glaube, ich nehme einfach einen Megatrank. Da hat er einmal Feuer gemacht und dann werde ich erwischt. Das Feuer ist eigentlich meistens ziemlich angenehm. Weil man dann ziemlich viel Zeit hat, ihm auf die Fresse zu geben, dem Kollegen hier. Jetzt zum Beispiel. Und zack. Ach, schade. Nicht so gut getroffen. Boom, und K.O. ist der Kollege. So, ich finde, Anjanav ist super nervig, wenn er auf dem Boden liegt, weil er mit dem Kopf so rumwackelt. Aber vielleicht treffen wir ja alles. Zack, super. Boom. Nice. Und jetzt ist er reitbereit. Und wenn es so weitergeht, kriegen wir das ganz gut hin. Und ich glaube, weil es halt eine 3-Monster-Quest ist, müssten die ja eigentlich weniger aushalten. So bin ich es gewohnt von solchen Quests. So ist es eigentlich immer gewesen. Das sehen wir dann noch. Boom! Treffe ich noch? Oh, er pennt. Super. Können wir ihn gleich aufwecken. Hadouken! Nicht Hadouken. Shoryuken! Boom! Jetzt weggenudelt wird. Schwert und Schild, ich liebe dich. Und ich habe gerade etwas gesehen, das mir nicht gefällt. Anscheinend kommt jetzt doch ein Kollege. Wobei die sich ja natürlich auch schön gegenseitig angreifen. Aber hey. Weiß jetzt nicht, wie lang das waren. 5 Minuten vielleicht? Ja, der schreit. Bitte nicht wegschreien mich. Oh, hoppala. Boom! Ich konter dich weg, Kollege! Jetzt greift euch mal gegenseitig an. Ich find's cool, wie die sich gegenseitig einfach richtig weghauen normalerweise hier in Rise. Die Monster. Recht angenehm. Und ich weiß aber gerade nicht, was denn das dritte Monster war. Was war das dritte Monster? Oh nein. Das sehen wir dann. Das wird eine Überraschung. Beziehungsweise im Titel steht es dann, ja. Wenn ich nicht den Questnamen verwendet habe. Oh. Ui. Ja, macht euch mal gegenseitig Schaden. Das ist super. Super, super. Jetzt bufft mich Misozuna auch noch. Ist ja voll geil. Wie nett. Als ob. Ha. Also hier sind die Monster wirklich auf der Seite vom Spieler. Das ist irgendwie voll cool. Boom. Und noch in der Team-Kombo weggeballert. Danke, Miso. Also ich hab Spaß. Anjanav vermutlich nicht. Ich will aber trotzdem looten. Ich meine, es ist jetzt etwas ärgerlich, weil ich schlecht looten kann. Solange das Vieh da ist. Vielleicht scheiße ich auch einfach drauf. Die eine Quest mal nicht looten, aber ich will looten.
Das ist so übel. Sag mal. Also der Zaun ist theoretisch da. Ich muss mich davon weghalten. Ich darf nicht looten. Looten ist momentan keine gute Idee. Und? Ah, schade. Nope. Naja, hier gibt es noch diese Kralle da von Mizutsune. Ist so schwer kaputt zu machen, wenn man seine doofen Krallen haben will. Das ist echt übel teilweise. Oh. Opening suchen, nichts finden. Naja, sollte machbar sein. Ach, komm schon. Ach, das ist blöd. Kann ich blocken? Jo, natürlich kann ich es blocken. Werden uns Schild OP, Schild und Schwert schon fast, ja? Ah, das war jetzt schlecht getimt. Schade. Oh ja. Ich. Pennst du? Ne, okay. Ich hoffe schon fast, dass gleich das nächste Monster kommt. Aua. Einfach. Also, Mizutsune hat uns voll geholfen. Wenn jetzt noch eins kommt, dann hilft es uns vielleicht auch. Momentan ist Mizutsune schon fast etwas nervig. Er ist einfach nicht so hyperaktiv, er war ein bisschen müde. Ich glaube, wir müssen dem ein bisschen mehr ins Gesicht schlagen. Mit unserem Schild. Das ist ja eine super coole Sache am Schwert und Schild auch. Weil diese Schild-Bash-Kombi so toll ist. Ich glaube, die macht ja auch Ermüdungsschaden. Und das ist super nice. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Ich glaube. Aber kann auch sein, dass ich mich irre. Oh, eine Platte! Geil. Wunderbar. Aber ja. Ich meine, eigentlich müsste ja jede Waffe, die so K.O.-Schaden macht, auch Ermüdungsschaden machen. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und zack. Kann ich dich jetzt reiten? Wunderbar. Ja, gut. Hup. Und ich weiß nicht, ob die... Ich glaube, anscheinend ist er schon wieder weg. Nichts zum Looten für uns. Schade, schade. Zack. Flieg um. Huch, okay. Der ist ganz geblieben. Das ist teilweise sogar etwas doof, weil ich jetzt außen rum musste. Boom! Ha. Zack! Ich liebe Schwert und Schild! Und ich werde auch... Ich habe gehört, ihr wollt Energieklinge und Hammer noch sehen. Wird auch noch kommen. Muss aber erstmal gute machen, weil momentan sieht es schlecht aus. Kann mir halt einfach die ganzen Waffen nicht leisten. Also mir fehlt das ganze Material. Und ich muss auch erstmal schauen, was dann so gute sind, weil ich will jetzt keine Schrottwaffen haben, weil das fühlt sich irgendwie. Hm. Ich will schon was Gutes. Ich will ja. Ach, oh, jetzt habt ihr den aufgeweckt. Das ist ja doof. Aber ja, ich will ja, wenn ich spiele, das Gefühl haben, dass die Waffe auch nicht irgendwie super schwach ist oder so. Weil es dann mir einfach mehr Spaß macht, wenn ich das Gefühl habe, dass die Waffe halt gut Damage raushaut, ja? Aber... Das heißt jetzt nicht, dass ich das mega krasseste Bild überhaupt brauche, um Spaß zu haben oder so. Mir reicht schon, wenn ich halt einfach... mediokre guten Schaden macht. So. Jetzt nicht unbedingt. Ich weiß nicht, beim. Da hatte ich das Problem mit der Lanze. Schaden von der Lanze. Ich weiß, man kann mit der Lanze echt gut Damage reinhauen. Wenn man was drauf hat. Aber ich habe das Gefühl, dass ich halt mit der Lanze echt nutzlos bin. Da hat mir das ein bisschen weniger Spaß gemacht. Wow! Wo kommst du denn her, du Drecksvieh? Oh, nicht Gegengift. Megadrank. Der ist einfach darüber gehüpft, der Drecksack. Oh, genau, mach ihn kalt. Mach ihn kaputt. Wunderbar. Danke für deine Unterstützung, Mizutsune. Oh, schauen wir mal. Zack, zack. Vorsicht, Vorsicht. Da schon wieder am Aufladen, der Drecksack. Und dann, wenn es losgeht, der explodiert doch. Jetzt hat er sich schon verwandelt.
Macht mal euch gegenseitig kaputt. Und Dango Verstärker ist weg, das heißt, wir sind 10 Minuten im Kampf drin. Und ich muss gerade etwas aufpassen, etwas vorsichtig spielen tatsächlich. Wir können auch einfach... Tschüss! Jetzt machen wir mich so zu, eine Schnecke halt. Oh! Ehrlich. Mit Misuzuna gern K.O. machen. Boom! Oder so. Einfach erlegen. Jetzt haben wir ein bisschen Vorbereitungszeit. Und wir können sogar looten. Nicht so wie beim Anschanhaft. Das tut mir in der Seele weh. Das tut mir in der Seele weh, dass ich den Loot nicht einsammeln konnte. Na, ganz ehrlich. Monster Hunter besteht auch zu 80% aus Looten. So. Und wir machen uns bereit, gleich da drüber zu hüpfen. Er sieht uns auch, okay. Also, das Coole in dem Spiel ist, es gibt keine Wände. Einfach drüber hüpfen. Und easy going, Fatz. Zack. Zack, zack. Und dann kann man sich die Map zu seinem Vorteil machen. Es ist halt eine richtig geile Design-Idee gewesen mit diesen, man kann überall wohin hüpfen und so. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit in die Zukunft geschaut, aber ich frage mich, was dann, wie es dann mit dem nächsten Monster Hunter Spiel aussieht, ob die dann wieder die gleiche Mechanik drin haben. Weil, ganz ehrlich, wieder irgendwie zurückzugehen, ohne sehr mobil zu sein, würde es sich dann, glaube ich, falsch anfühlen. Aber das ist ja, das ist etwas zu weit in die Zukunft gegriffen. Wir sind ja erst am Anfang von Rise angekommen. Zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier aufgenommen wird, gab es noch kein Update. Oh. Ah, lad dich ruhig auf hier. Sonst kriegst du auf die Fresse. Oh, Wind. Aber ja. Bin ich. Dann sehen wir dann in 100 Millionen Jahren. Wenn irgendwann mal ein anderes Monster da rauskommt. Und ja, ich meine, es gibt ja noch diese... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon mehr oder weniger... Keine doofen Leaks mehr sind, sondern wirklich richtige Informationen. Aber dass irgendwann noch Rise auch für den PC rauskommt. Ich weiß nicht, was daran jetzt... Ob das jetzt wahr ist oder nicht. Oder, also, ob das schon confirmed ist oder nicht. Na gut. Das sind alles noch Zukunftsgeschichten, die eigentlich jetzt erstmal egal sein können. Zack, zack, zack. Boom. Oh, okay, ich habe noch getroffen. Das war nicht optimal platziert, tatsächlich. Aber ja, man sieht hier, Dreierquest, easy, easy. Nichts leichter als das. Ja. Man muss so ein bisschen vorsichtig spielen. Muss ich nicht wegballern lassen direkt. Naja, nichts aufladen. Ich meine, ja. Drei coole Monster. Es gibt noch eine andere drei Quests, die ich auch noch machen werde. Ach, warum? Mann! Ihr sollt doch die Monster nicht gleich wieder aufwecken, ihr. Oh. Sag mal, früher war das Problem, wenn man online gespielt hat und da waren, sind die Leute immer zu dumm, um zu merken, dass ein Monster tatsächlich schläft. Und jetzt sind es die Palikos und die... Miau, miau. Ne, das sind ja die Palikos. Die Palikos und die Doggos. Voll schlimm. Voll schlimm. Was soll ich denn machen, Mann? Als ob hier... Schlaf ist ja so schon nicht mal mega krass. Weil wenn es dann auch noch die Hälfte der Zeit nicht richtig funktioniert, dann ist es natürlich noch mal ein Stückchen schlechter. So, mal geh runter. Danke. Oh, nein! Ich dachte, er hüpft auf mich zu. Oh, schade. Schade. Na gut. So, oh. Ah, jetzt wird er sauer. Ha, willst du dich noch wehren hier? Bevor ich... Oh, dich kaputt mache. Aber ich sehe, machst du mich gleich kaputt. Keine... Oh, verdammt. Keine Sorge. Es gibt auch Stress hier.
Lad dich du erstmal aus. Dann gibt's Stress. Und zack. Ja, okay, nicht so gut. Den Kopf erwischt leider. Schade. Vorsicht. Nope. 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 Und Angriff. Ja, jetzt ist er gerade im hyperaktiven Modus. Ach, als ob ich nicht getroffen habe. Komm schon. Zack, zack, zack. Hüpft doch nicht zurück. Und. Boom! K.O. bist du! Mal schauen, ob ich jetzt eine. Demon Rush. Ne, wie heißt die Kombo hier? Bin mir gerade unsicher. Ich habe den Namen vergessen. Aber die kriege ich raus. Ui. Leider nicht den letzten Hit erwischt. Ist nicht so schlimm. Denn der Kollege sieht vermutlich gar nicht mehr so gesund aus. Also das Eigen ist noch nicht da, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch lange überlebt. Und dann haben wir diese Quest ziemlich erfolgreich abgeschlossen. Sag mal, ich will zum Kopf, komm schon, zack, boom. Junge, du hast ein Problem. So. Also. War es dann ein geiles Spiel. Momentan die Lieblingswaffe, immer noch Stern und Schild. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, die ändert sich nicht so einfach. Ich muss aber sagen, ich mag in dem Spiel sehr viele verschiedene Waffen. Ich habe schon ziemlich Spaß an den verschiedenen Waffen. Und die Liste steigt, die Liste steigt. Sie wird auch noch weiterhin steigen, hoffe ich. So. Und du bist gleich kaputt. Easy. Quest erfüllt. Wunderbar. Boom. Discord ist aber in der Beschreibung. Abonnieren, liken und schön über die Zähne putzen nachts. Und morgens und wann was weiß ich. Zack. Easy. Und? Eigentlich, okay. Ich dachte, ich kann mich danach direkt bewegen. So, eine Sache, die ich etwas schade finde. Ich glaube, man kann da nicht einfach hoch. Ja, man wird runtergeschubst. Na gut. Jedenfalls beende ich jetzt die Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.